Hans-Joachim Watzke wird zum Strahlemann. Das Lächeln für die Kameras fällt ihm ausgesprochen leicht. Der BVB-Geschäftsführer kann Rekordzahlen verkünden. Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 305 Millionen Euro erzielt. Das waren im Vorjahr 219 und führt zu einer Umsatzsteigerung von 42%. Die gute Laune wird noch ein wenig anhalten, denn der Gewinn nach Steuern beläuft sich damit auf 53 Millionen Euro. Letztes Jahr waren das noch 34 Millionen. Und diese Erfolgsbilanz gründet nicht nur auf Transfererlöse wie den Verkauf von Mario Götze für 37 Millionen an Bayern München. Wenn man das mal ohne Transfer sieht, dann haben wir dieses Jahr einen Umsatz von 253 Millionen und im letzten Jahr hatten wir ohne Transfers 189. Auch das, und das ist mir wichtig, damit das nicht so rüberkommt, dass ja gut, jetzt haben sie den Götze verkauft und klopfen sich da auf die Schultern, dass sie jetzt dadurch ein bisschen Wachstum kreiert haben. Wir hätten auch ohne Transfers immerhin eine Umsatzsteigerung von 34% realisiert. Sportlich ist der BVB längst die unbestrittene Nummer 2 im deutschen Fußball. Jetzt aber steigt er auch wirtschaftlich zum Kontrahenten von Krösus Bayern München auf. Das erste Mal, dass wir eine Bilanzpressekonferenz haben, wahrscheinlich ist es das erste Mal in der Geschichte von Borussia Dortmund, dass die Forderungen, werden Sie gleich sehen, und die liquiden Mittel, das was wir am 30.06. auf der Bank hatten, die Verbindlichkeiten übersteigen, und zwar um 24 Millionen. Nach der Fast-Insolvenz 2005 ist der Verein damit de facto schuldenfrei. Für das laufende Geschäftsjahr plant der BVB weiterhin konservativ. So langsam aber, betonte Watzke, könne der Schwerpunkt vom Wirtschaftlichen auf das Sportliche verlagert werden. Deshalb und nur deshalb haben wir auch Robert Lewandowski nicht verkauft, weil wir, und da waren wir uns alle einig im Club, Michael Zorc, Jürgen Klopp und ich, Geschäftsführung, alle Gremien, weil wir dieses Jahr die bestmögliche Mannschaft auf den Rasen schicken wollten. An der Börse wurde die Entwicklung positiv aufgenommen. Die Dividende je Aktie stieg von 6 auf 10 Cent.